Wir haben hier zwei Vorbereitungsbereiche, in denen der Impfstoff zur Anwendung vorbereitet wird. Dazu entnehme ich den Impfstoff, der kommt als entsprechendes Impfstoffweil oder Gläschen. Sie sehen hier, der ist so eine milchige Lösung. Sehen Sie das? Damit er aber dann wirklich injiziert werden kann, muss der Impfstoff noch mit genau 1,8 Milliliter Kochsalzlösung verdünnt werden. Damit das genau funktioniert, haben wir eben schon in der Apotheke unter sterilen Bedingungen solche Spritzen aufgezogen, sodass also die Mitarbeiter nicht noch die ganze Zeit schauen müssen. Dann willst du vielleicht gerade eins vorbereiten? Ein Weil, ja. So, die Mitarbeiterin demonstriert jetzt mal, wie das gemacht wird. Sie, bevor das Lösungsmittel dazugegeben wird, wird der Impfstoff 10-mal leicht hin und her bewegt, damit er homogen durchmischt ist. Dann wird diese Schutzkappe entnommen und dieser Gummistopfen desinfiziert. Danach warten wir etwa 50 Sekunden, damit der Alkohol einwirken kann und das wirklich sauber ist. Wir bekommen das natürlich nicht steril hin, aber da ja der Impfstoff innerhalb einer halben Stunde schon wieder verimpft ist, ist nicht mit einem nennenswerten Keimwachstum zu rechnen. Um jetzt auch wirklich alle potenziellen Verunreinigungen, die jetzt unter dieser Plastikkappe sein könnten, zu entfernen, wischt die Mitarbeiterin, sie hat jetzt noch 20 Sekunden Zeit, wischt sie dann mit so einem Tupfer dieses Septum ab und entfernt damit alle Verunreinigungen, die da vielleicht noch sein könnten. Es ist immer gut, dass man da im Zweierteam arbeitet, dass eine Person das Ganze dokumentiert. Jetzt wird das Verdünnungsmittel langsam reingespritzt. Da es sich hier um sehr kleine Fläschchen handelt mit etwa 2,5 Milliliter Füllvolumen, muss jetzt sorgfältig darauf geachtet werden, dass jetzt der Überdruck, der im Augenblick in dem Gläschen ist, wieder entnommen wird über die Spritze. Sie sehen da auch, der Stöpsel geht jetzt langsam wieder nach oben. Ist also jetzt gerade noch ein Überdruck in dem Gefäß. Und sie sorgt jetzt dafür, dass also da kein Druckunterschied existiert. Und dann nehmen wir jetzt diese Kappe, damit jetzt nicht irgendwelche Staubpartikel aus der Umgebung wird das Ganze wieder durch 10-maliges Hin- und Herbewegen gemischt. Und danach ist der Impfstoff anwendungsfertig. Die Mitarbeiterin notiert jetzt die Uhrzeit, zu der die Zubereitung erfolgt ist. Und die andere Mitarbeiter dokumentiert das Ganze. Wie viele Rationen sind das jetzt? Das sind jetzt 6 bis 7 Impfdosen. Es handelt sich bei diesem Impfstoff um eine sogenannte liposomale Zubereitung. Sie müssen sich das vorstellen wie kleine Fetttröpfchen, in denen eben dann der eigentliche Impfstoff, die mRNA, verpackt ist. Und diese kleinen Fetttröpfchen, die sind sehr empfindlich. Das heißt, wenn die jetzt so stark geschüttelt werden oder wenn man eben jetzt das auf Spritzen schon vor aufgezogen hätte, kann nicht garantiert werden, dass diese Zubereitung stabil ist. Und deswegen machen wir das jetzt in so einem aufwendigen Verfahren. Wir wollen also jegliche mechanische Bewegung auf ein Minimum reduzieren. Bei Kühlschranklagerung und Auftauen im Kühlschrank ist der Impfstoff 120 Stunden, also 5 Tage haltbar. Deswegen machen wir das lieber, haben wir etwas Puffer oder haben wir zu wenig Impfstoff hier vor Ort, dann fahre ich eben nochmal zurück in die Klinik und hole Nachschub. Aber heute haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen.